Unter einer extrem trockenen Haut verstehen wir eine Xerose oder eine Xerodermie. Klinisch ist diese Haut gekennzeichnet durch eine weißliche, starke Schuppung und eine raue Oberfläche. Es entwickelt sich Juckreiz und dadurch führt es zum Kratzen und diese Kratzeffekte können sekundäre Entzündungen auslösen und wir sprechen von einem eigentlichen Austrocknungsekzem. Einerseits können wir von einer Volkskrankheit sprechen wegen etwas übertriebener Hygiene in unserer Gesellschaft mit dem übermäßigen Gebrauch von Detergenzien, Seifen, aggressiven Stoffen, die die Haut auslaugen. Das ist mal der eine Punkt. Und dann natürlich auch der andere Punkt, Bevölkerungsgruppen oder Patientengruppen, welche besonders krankhafte, trockene Haut aufweisen. Da gibt es einerseits einmal genetische Erkrankungen, andererseits normale Zustände, wie zum Beispiel das Kleinkind oder die ganz alte Person, welche besonders empfänglich für trockene Haut sind. Der Effekt von Emollienzien, Hautcremen, Lotionen entsteht durch eine Verbesserung der Barriere, das heißt einerseits weniger Wasserverlust durch die Haut, andererseits eine feuchtere Epidermis. Die wichtigste Behandlung der trockenen Haut ist das konsequente Rückfetten. Wichtig ist, dass wir diese Fettungsmaßnahmen in unseren Alltag einbauen. Zum Beispiel immer nach dem Zähneputzen fetten wir unsere Haut ein. Wir haben verschiedene Produkte auf dem Markt, welche vom Arzt verschrieben werden können für krankhafte Zustände mit trockener Haut. Dabei muss man unterscheiden von verschiedenen Typen von Emulsionen. Öl in Wasser, das sind eher hydrophile Substanzen. Wasser in Öl sind eher fettige Produkte. Die fettigen Produkte benutzen wir eher abends, wenn der Patient Zeit hat. Wenn er am Morgen gestresst zur Arbeit hetzen muss, dann kann er vielleicht noch rasch eine Lotion einreiben. Die dringt schnell ein, macht die Kleider nicht fettig und ist für den Patienten kosmetisch einfach zu benutzen. Schuppung und trockene Haut treten bei Patienten insbesondere auf, wenn er atmosphärischen Bedingungen wie kalter Atmosphäre, trockene Luft besonders exponiert ist. Deshalb ist es auch gut, wenn Patienten einen Luftbefeuchter haben im Winter. Auch das hilft durchaus, die Haut geschmeidiger zu halten. Wichtige Maßnahmen sind, dass wir ein übertriebenes Duschen und Baden vermeiden, dass wir Seifen verwenden, die pH-neutral sind und rückfettend sind und dass wir kontinuierlich, zum Beispiel während der Wintermonate, die Haut einfetten. Ein allfälliges Bad kann mit einem Ölzusatz versetzt werden, was ebenfalls hilft, die Haut etwas zu fetten. Sonnenblumenöl, eine gute Substanz. Mandelöl. Dagegen gibt es andere natürliche Öle, welche in der Population, in der Bevölkerung häufig gebraucht werden, welche schädlich sind und die Patienten wissen es nicht einmal. Zum Beispiel Olivenöl. Olivenöl reizt und macht die Barriere eher kaputt, als dass sie repariert.